Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Waren das goldene Zeiten für die Volksparteien in den 70er Jahren? Union und Sozialdemokraten holten bei den Bundestagswahlen zusammen über 90% der Stimmen und das bei einer Wahlbeteiligung von ebenfalls mehr als 90%. Noch bei der Bundestagswahl 2002 entfielen auf die beiden großen Parteien zusammen immer noch etwa 77%. Die SPD verfügte Mitte der 70er Jahre über einen Mitgliederbestand von mehr als 1 Million, die CDU von mehr als 800.000. Der Mitgliederschwund der Sozialdemokraten beträgt mehr als die Hälfte, bei der Union knapp die Hälfte. Nach der deutschen Einheit entstand dann durch die Linke ein Fünfparteiensystem und mittlerweile ist die AfD in allen Landesparlamenten präsent. Deutschland hat ein Sechsparteiensystem. Der Wandel der Union, insbesondere der CDU, zu einer Partei, die kaum noch frühere Positionen aus dem konservativen Lager vertritt, hat nicht nur das Koordinatensystem verschoben und die SPD in große Bedrängnis gebracht, sondern schlimmer noch, den beiden großen Parteien ihren Markenkern genommen und sie somit in eine tiefe Krise gestürzt. Wie Sie wissen, sind Prognosen schwierig, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Jeder, ob Wissenschaftler oder nicht, kann ein Lied davon singen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die Wirklichkeit übertrifft zuweilen die kühnsten Prognosen. Wie auch immer, wir haben heute Abend mit Professor Eckhard Jesse einen Kenner unseres Parteiensystems eingeladen. Er wird uns kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen nicht die Zukunft vorhersagen, aber nach den Ursachenfragen eine Bestandsaufnahme vornehmen und schließlich Perspektiven aufzeigen. Zudem wird er die Frage zur Diskussion stellen, ob wir überhaupt noch Parteien brauchen, ob sie noch zeitgemäß sind. Unser Referent studierte Politik und Geschichtswissenschaft an der Freien Universität in Berlin. 1982 promovierte er an der Universität Trier, wo er 7 Jahre später auch habilitierte. Danach folgten Lehrstuhlvertretungen und Gastprofessuren an den Universitäten in München, Trier, Mannheim und Potsdam. Von 1993 bis 2014 hatte er den Lehrstuhl im Fach Politikwissenschaft an der Technischen Universität in Chemnitz inne. Seine Hauptarbeitsgebiete bilden Demokratie, Extremismus und Totalitarismus sowie Wahl- und Parteienforschung, das politische System der Bundesrepublik Deutschland sowie die historischen Grundlagen der Politik. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen, unter anderem des Jahrbuchs Extremismus und Demokratie, das er seit 1989 herausgibt. Die Parteiendemokratie in der Krise aus dem Jahr 2008, Die Linke, der Smart Extremismus einer deutschen Partei ebenfalls, aus dem Jahr zusammen mit Jürgen P. Lang, oder aus dem Jahr 2019 erschien der Band Populismus und die Demokratie, interdisziplinäre Perspektiven. Ich freue mich, Herrn Jesse, den ich aus Trier, wo ich selbst studiert habe, kenne, heute hier bei der Stiftung Demokratie begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Herr Rolls, ich danke auch für die Vorstellung und für die Einladung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben ja jetzt schon ein kleines Kurzreferat gehört. War das eine Klatsche für die Volksparteien am 14. Oktober 2018 in Bayern und am 28. Oktober 2018 in Hessen? Beide Parteien zusammengenommen verloren jeweils 21,8% der Stimmen. Die SPD in beiden Ländern 10,9 Punkte, die hessische CDU 11,3, die CSU 10,5 Punkte. Der Blick auf die Prozentangaben verdeutlicht jedoch etwas anderes. Die CSU büßte in Bayern nur rund 20% ein, trotz der dort starken Freien Wählern, die SPD mehr als 50%. In Hessen nahm die CDU gut 30% ab, die SPD knapp 40%. Der Niedergang der beiden Volksparteien setzte sich bei der Europawahl im Mai 2019 fort. Die SPD verlor mehr als 40%
und die CDU fast 20%. Das Ergebnis der CDU war 28,9 und das Ergebnis der SPD war 15,8. Was erwartet Sie heute Abend, meine Damen und Herren? In einem ersten Teil gehe ich ganz aktuell auf die drei Landtagswahlen ein in Sachsen und Brandenburg. Am 1. September in 72 Stunden sind wir klüger und 8 Wochen später gibt es ja Landtagswahlen in Thüringen. In einem zweiten größeren Teil behandle ich die Krisensymptome der hiesigen Volksparteien, etwa mit Blick auf das Verhalten der rechtspopulistischen AfD. Der dritte kurze Teil, Herr Rautz hat es schon angedeutet, ist provokative Natur. Er fragt danach, ob die Volksparteien gar die Parteien insgesamt überhaupt eine Zukunft haben. Ich schließe mit 3 Fragen, nicht mit 3 Antworten. Ich komme nun zunächst zu Brandenburg, zu Sachsen und zu Thüringen. Ich hatte Ihnen ja ein Blatt verteilt, da können Sie dann mitverfolgen. Zum Teil verweise ich auf die jeweiligen Grafiken. 30 Jahre nach der friedlichen Herbstrevolution der DDR, die das alte SED-System hinwegfegte und binnen eines Jahres in die deutsche Einheit mündete, also zuerst eine Freiheitsrevolution im Herbst 1989 und nach dem Fall der Mauer sehr schnell eine Einheitsrevolution, geht die 6. Serie der Landtagswahlen im Osten zu Ende. Wie die Kaninchen vor der Schlange starren die Parteien auf das Abschneiden der Alternative für Deutschland bei den 3 Landtagswahlen. Sie fühlen sich wie gelähmt und fürchten große Zugewinne für diese Partei, die 2014 12,2% in Brandenburg erreicht hatte, 10,6% in Thüringen und 9,7% in Sachsen. Manche Gegner wie Anhänger der AfD sprechen von Schicksalswahlen. Das ist jedoch stark übertrieben. Denn erstens hat die AfD keine Chance, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Zweitens wird sie angesichts der eigenen wie der Aussagen der anderen Parteien auch kein Juniorpartner. Drittens gibt es wohl nirgendwo eine negative Mehrheit der AfD mit der Partei Die Linke, vielleicht in Thüringen. Viertens ist die AfD ungeachtet ihres Populismus keine Kraft, die die demokratischen Spielregeln gänzlich außer Kraft setzen will. Allerdings würde sie in einem der 3 Länder stärkster Partei, so wäre das ein Signal des Protestes weit über die 3 Länder hinaus. Die Situation in den 3 Ländern ist ähnlich und doch unterschiedlich. Überall kämpft die CDU um den 1. Platz. Und der Einzug in das jeweilige Parlament dürfte weiteren 4 Parteien nach den Umfragen nicht zu nehmen sein. SPD, Bündnis 90, die Grünen, die Linke, die AfD. Ob jedoch die Liberalen, die gegenwärtig in keinem der 3 Parlamente vertreten sind, es schaffen, wer weiß das schon. Damit der AfD keine Partei kollieren will, werden angesichts der Wahlarithmetik für eine Regierungsbildung mindestens 3 Parteien benötigt. In Brandenburg könnte es reichen für eine Linkskoalition, SPD, die Linke, die Grünen, in Sachsen und Thüringen jeweils für eine Koalition der Union mit der SPD und Bündnis 90 die Grünen, in Thüringen vielleicht auch für eine Linkskoalition, wie es bisher schon der Fall ist. In Sachsen stellt die CDU ununterbrochen seit 1990 den Ministerpräsidenten. Unter dem Landesvater Kurt Biedenkopf, König Kurt, erreichte sie stets absolute Mehrheiten. Ergebnisse wie 58,1% 1994 und 56,9% 1999 schaffte die Partei in keinem anderen Bundesland in 70 Jahren. In Bayern hat die CSU etwas mehr erreicht, häufiger, aber dort gehen die Uhren ja auch anders. Die Nachfolger Georg Milbrat 2002 bis 2008 und Stanislaw Tillich 2008 bis 2017 fuhren nur Resultate um 40% ein. Mal regierte die CDU mit der FDP, mal mit der SPD wie jetzt. Als bei der Bundestagswahl 2017 die Sächsische Union, sie legt also Wert darauf, nicht CDU, sondern Sächsische Union,
mit 26,9% sogar knapp hinter der AfD, die 27,0% erreicht hatte, gefallen war. Sie können es auf der Grafik nachlesen, Tabelle 1, trat Tillich vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Der bisherige Generalsekretär Michael Kretschmer, der bei der Bundestagswahl gerade seinen Wahlkreis an Tino Chrupalla von der AfD verloren hatte, wurde der Nachfolger. Mit großer Umtriebigkeit und vielen öffentlichen Auftritten versucht er, verloren gegangenes Terrain wettzumachen. Doch bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai setzte sich die AfD erneut durch mit 25,3 gegenüber 23,0. Siehe Grafik 3. Es zeichnet sich, sagen manche Auguren, ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, die CDU wird relativ klar gewinnen, weil eben der Ministerpräsident Kretschmer doch durch die Lande zieht und eine gewisse Ausstrahlung hat im Vergleich zu der Persönlichkeit des Spitzenkandidaten der AfD. Ist Sachsen ein schwarzes Bundesland? So gilt das ganz und gar nicht für das rote Brandenburg. Hier stammt der Ministerpräsident stets aus den Reihen der SPD. Na, Manfred Stolpe, 1990 bis 2002, dem es gelungen war, für eine hohe Identifikation der Wähler mit der SPD zu sorgen, Stichwort Brandenburger Weg, folgte Matthias Platzek, 2002 bis 2013, der aus dem Umfeld der alternativen Kräfte in der DDR stammt. Seit 2013 steht Dietmar Woidke der Regierung voran. Mal regierte die SPD mit der FDP und Bündnis 90, mal mit der CDU, wenn sie über keine absolute Mehrheit verfügte. Seit 2009 ist die Linke der Juniorpartner in der Koalition. Bei den Europawahlen rangierte die AfD 19,9% knapp vor der CDU 18% und der SPD 17,2%. Siehe Grafik 3. Meinungsumfragen, die neuesten, danach liegen AfD und SPD mit 20% an der Spitze. Ich betone 20% für die stärkste Partei. In Thüringen, wo die Bürger, wie erwähnt, in 8 Wochen wählen, stellte bis 2014 stets die CDU das Amt des Ministerpräsidenten. Nach der kurzen Ministerpräsidentschaft des einheimischen Josef Duschak 1990 bis 1992 folgte Bernhard Vogel 1992 bis 2003, der frühe rheinland-pfälzische Ministerpräsident, dann dessen Ziehsohn Dieter Althaus, schließlich Christine Lieberknecht 2009 bis 2014. Wenn es nicht für eine Alleinregierung der CDU reichte, koalierte sie mit der FDP oder der SPD. 2014 wurde alles anders. Die Linke bildete mit der SPD und Bündnis 90 Die Grünen eine Dreierkoalition, die trotz der hauchdünnen Mehrheit bis zum Schluss hielt. Oder vielleicht gerade deswegen. Zwar lagen bei den Europawahlen CDU 24,7% und AfD 22,5% klar vor der Partei Die Linke 13,8%. Sie wiederum Grafik 3. Aber bei der Landtagswahl dürfte die Person des bisweilen überparteilich auftretenden Bodo Ramelow ziehen, selbst außerhalb des eigenen Milieus. Die Linke liegt ja gegenwärtig ohnehin an der Spitze und vielleicht beeinflussen die Ergebnisse in Brandenburg und Sachsen das Resultat in Thüringen. Die AfD ist keine homogene Einheit. Die Gruppierung der Flügel innerhalb der Partei gilt für den Verfassungsschutz zu Recht als Verdachtsfall. Die Partei tritt in Brandenburg und in Thüringen mit ihren Spitzenleuten Andreas Kalbitz und Björn Höcke, jeweils führenden Kräften im Flügel, radikaler auf als in Sachsen, wo Jörg Urban das Zepter schwingt. Der Sachse Tino Chrupalla gilt als einer der möglichen Nachfolger von Alexander Gauland für das Amt des Bundesvorsitzenden. Im Vergleich zu den Landtagswahlen 2014 hat sich die Partei radikalisiert und nach rechts entwickelt. Im Ton und im Inhalt. Die bärweißige Kritik an der Migrationspolitik hat längst die Kritik an der EU als Thema Nummer 1 abgelöst. Drei Befunde,
mit denen so nicht zu rechnen war, sind auffallend. Sie erklären sich wohl damit, dass viele Wähler mehr aus Politikverdrossenheit der AfD ihre Stimme geben, weniger aus Sympathie. Erstens, die AfD ist gleichermaßen stark im einst schwarzen Sachsen wie im einst roten Brandenburg. Und auch in Thüringen, wo die Linke, wie erwähnt, den Regierungschef stellt, ist es nicht anders. Offenbar kommt der Frust vieler Wähler der AfD zugute, unabhängig davon, welche Kraft im Land das Sagen hat. Jedenfalls kommt die Wählerstimmen nicht der Volkspartei zu, die in dem jeweiligen Land die Opposition stellt. Zweitens, obwohl die AfD in den neuen Bundesländern härter auftritt, aggressiver, schadet ihr das nicht. Im Gegenteil, die Partei kann gerade dort viele Wähler mobilisieren, wo sie scharfmacherisch agiert und agitiert. Drittens, die heftigen innerparteilichen Streitigkeiten, die zum Teil in Zerwürfnisse münden, teils persönlich bedingt, teils politisch bedingt, zwischen gemäßigten und radikalen Kräften, führen augenscheinlich nicht zu Verlusten für die AfD. Nun sind Landtagswahlen keine Europawahlen und Meinungsumfragen keine Wahlen, glücklicherweise. Nach dem Ergebnis der Europawahl 2019 wäre das beste Ergebnis für die CDU 23,0% in Sachsen gewesen und für die SPD 17,2% in Brandenburg. Die Resultate dürften zwar jetzt besser ausfallen, aber wohl keine der beiden Volksparteien wird irgendwo die 30%-Marke erreichen. Dies zeigt anschaulich die fehlende Parteiidentifikation in den Bundesländern, in den neuen Bundesländern. Hier spielen Persönlichkeiten eine sehr, sehr große Rolle. Und es kann sein, dass die SPD von dem Ministerpräsidentenbonus profitiert in Brandenburg und die Union, die CDU, von dem Bonus in Sachsen. Zum einen ist die fehlende Parteiidentifikation ein spezifisches Ostphänomen. Zum anderen bröckelt auch in den Westländern der Stimmenanteil für CDU und SPD. Im Osten ist die größte Konkurrenz für die CDU die AfD, im Westen Bündnis 90 die Grünen. Die Krise der Volksparteien, mehr der SPD als der CDU, ist damit im Osten besonders stark. Der Wille des Wählers gibt in einer Demokratie den Ausschlag, nicht das von einer Partei gewünschte. Und das ist gut so. Was für eine Demokratie nicht gut ist, die Fixierung auf die AfD. Denn eine offene Gesellschaft lebt von der Vielfalt der Positionen und der Lebendigkeit der Auseinandersetzungen. Gewinnen Bürger den Eindruck, die AfD stehe geächtet, allein auf weiter Flur, wird unter Umständen ein Solidarisierungseffekt in Gang gesetzt. Die AfD, die sich gerne als Opfer sieht, könnte davon profitieren. Das müssen die Volksparteien wissen. Und die AfD muss wissen, will sie eines Tages Koalitionsfähigkeit erlangen, so hat sie sich zu mäßigen. Wer sagt, und das hat sie kürzlich gesagt, ein Bündnis komme mit der CDU nur in Frage, wenn diese der Juniorpartner ist. CDU also lässt Vermessenheit erkennen. In der gegenwärtigen Verfassung scheidet sie für ein Regierungsbündnis ohnehin aus. Aber irgendwann dürfte eine Kooperation unvermeidlich sein. Ich betone das deshalb, weil heutzutage jeder Politiker, soweit ich sehe, sagt niemals eine Kooperation mit der AfD. Was hat die SPD im Jahre Anfang der 80er Jahre gesagt, Börner, Dachlatten für die Grünen? 1985 war Joschka Turnschuhminister, Joschka Fischer. Und als nach 1990 die SPD gesagt hat, niemals eine Koalition mit der PDS, habe ich seinerzeit schon geschrieben, es ist nur eine Frage der Zeit. Und die erste Koalition kam dann zustande 1998 in Mecklenburg-Vorpommern. Vorher hatten wir eine Tolerierung durch die Linke. Eine solche Kooperation ist für die AfD zweischneidig. Auf der einen Seite erfährt sie eine Aufwertung, auf der anderen Seite spürt sie schnell die Mühen der Ebene
um Bertolt Brecht zu zitieren. Und manch ein Wähler mag er dann den Rücken kehren, weil die vollmundigen Ankündigungen in der Praxis auf der Strecke bleiben. Jedenfalls war dies bei der Partei Die Linke der Fall. Jeweils bei der nächsten Wahl brach sie massiv ein. Sie verlor 30-40% der Stimmen im Jahre 2002 in Mecklenburg-Vorpommern, dann im Jahre 2006 in Berlin, da war sie vor eine Koalition eingegangen, und dann auch 2014 in Brandenburg, nachdem sie eine Koalition mit der SPD eingegangen war. Ob dies auch für Thüringen unter der Ministerpräsidentschaft des populären Bodo Ramelow gilt? Wahrscheinlich nicht. Ich komme nun zum zweiten größeren Teil, zu den Krisensymptomen der Volksparteien. Die Bundesrepublik Deutschland ist mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 2019 70 Jahre alt geworden. Das autoritäre Kaiserreich bestand fast 48 Jahre, ehe es durch die Revolutionswirren Ende 1918 hinweggefegt wurde. Die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik, ganze 14 Jahre, die NS-Diktatur, das tausendjährige Reich, glücklicherweise nur 12. Wer die Übergangszeit von 1945 bis 1949 hinzuzählt, gelangt zu dem Ergebnis, dass die Existenz der deutschen Nachkriegsdemokratie ebenso lang ist wie die der drei politischen Systeme zuvor. Und der Beitritt der DDR, die 40 Jahre eine Diktatur war und nach der Freiheitsrevolution und der Einheitsrevolution löste in Deutschland keine Erschütterung aus, wenngleich manche Erscheinungen wie die Dresdner Protestbewegung Pegida auch Spätfolgen der Vereinigung sein mögen. Die große Vereinigung 1990, die kleine gab es ja 1957, wo das war, muss ich in diesem Raum nicht sagen, verlief alles in allem erfolgreich. Die Einheit hat die Bundesrepublik vor allem erweitert, ungeachtet aller Veränderungen. Eine Berliner Republik ist nicht entstanden, selbst wenn dieser Terminus zuweilen Verwendung findet. Bei aller Kritik an manchen Formen der Vereinigung, und es hat Schwächen gegeben, man muss natürlich sehen, es ist ein präzedenzloser Vorgang, dass nach 40 Jahren zwei unterschiedliche Systeme von heute auf morgen zusammenkommen. In den Schubladen war dies da. Also bei aller Kritik, niemand will heute mehr zwei deutsche Staaten haben. Das ist die eine Seite, die positive. Die andere, die weniger positive. Das Vertrauen zu den etablierten Kräften hat sichtlich nachgelassen. Ablesbar unter anderem in den Wahlergebnissen. Deutschland erlebt seit einigen Jahren eine rechte Protestbewegung wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die erst 2013 ins Leben gerufene Alternative Deutschland ist davon ein Ausdruck. Sie konnte bei der Bundestagswahl 2013 mit 12,6% mehr als jeden achten Wähler für sich gewinnen. Vor allem das Thema Migrationspolitik bewegt die Gemüter, sorgt für Verunsicherung, die der AfD zugutekommt. Ich möchte anhand dreier Komplexe die Frage nach Defiziten beantworten, am Beispiel der Wahlen, der Parteien und der Debattenkultur. Bei der Bundestagswahl 2017, ich komme jetzt zu den Wahlen, hatten die Union und die SPD im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl jeweils 20% verloren. Die Union ging von 41,5 auf 32,9% zurück, die SPD von 25,7 auf 20,5. Die AfD schnitt in den neuen Bundesländern mit 21,7% mehr als doppelt so gut ab wie in den neuen. Schnitt in den neuen Bundesländern. Insgesamt waren es ja 21,9% mehr als doppelt so gut ab wie in den alten. Dort hatten sie nämlich nur 10,7% erreicht. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 haben die beiden größten Parteien innerhalb der letzten zwei Jahre deutlich verloren, jedenfalls nach den Meinungsumfragen. Die Union rutscht etwa auf 27%, die SPD auf 15%. Das bedeutet, die SPD hat etwa 30% verloren gegenüber der Bundestagswahl 2017, die Union 20%. Das bedeutet also, dass die beiden großen Parteien keine absolute Mehrheit mehr haben, wie das bereits bei einigen der jüngsten Landtagswahlen der Fall war. In Thüringen 2014
Baden-Württemberg 2016, Sachsen-Anhalt 2016, Mecklenburg-Vorpommern 2016, Berlin 2016, Bayern 2018, Hessen 2018. In Sachsen lag die SPD hinter der Partei Die Linke, in Thüringen ebenso, in Baden-Württemberg hinter den Grünen und der AfD, in Sachsen-Anhalt hinter der AfD und der Partei Die Linke, in Bayern hinter den Grünen, den Freien Wählern und der AfD. Die CDU fiel in Baden-Württemberg hinter die Grünen zurück und in Mecklenburg-Vorpommern hinter die AfD. In einigen Ländern reichte es damit arithmetisch nicht zu einer großen Koalition. Das heißt also nicht im Osten, auch im Westen. Und wenn in Sachsen-Anhalt, stellt man sich das mal vor, im Jahre 2016 bei den Landtagswahlen die Grünen keine 5,2%, sondern wie die FDP 4,9% erreicht hätten, dann hätte die AfD und die Linke mit 40,6% ein Mandat mehr gehabt als SPD und Union, die zusammen 40,4 hatten. Aber dieser Kelch blieb erspart den Parteien. Es wurde eine Kenia-Koalition gebildet. Heutzutage ist die Wählerfluktuation stark gestiegen und die Zahl der Bundestagsparteien hat sich gegenüber den 60er und 70er Jahren allmählich erhöht. 83 die Grünen, 1990 die damalige PDS und schließlich 2017 die AfD. 1990 gelangten die Grünen nicht in das Parlament, 2002 nicht die Postkommunisten, 2013 nicht die Liberalen. Zum einen ist die Bindung der Wähler an die Parteien stark zurückgegangen. Zum anderen sind diese offener geworden, nicht mehr auf ihre Stammwählerschaft fixiert. Beide Sachverhalte erklären die Bildung von schwarz-grünen Koalitionen. Noch vor zwei Jahrzehnten wurde dies als nicht realistisch angesehen. In den neuen Bundesländern gibt es ohnehin ein größeres Ausmaß an Volatilität. Weniger Stamm als Wechselwähler, mehr Nichtwähler. Das Elektorat ist im Kern durch zwei Konfliktlinien geprägt. Durch eine sozioökonomische und eine soziokulturelle. Bei der sozioökonomischen Dimension sind die Pole Marktfreiheit und staatliche Umverteilung. Bei der soziokulturellen Kosmopolitismus und Kommunitarismus. Kosmopoliten präferieren offene Grenzen, Kommunitaristen rücken stärker Sicherheit in den Vordergrund. Die Konfliktlinien gelten für Parteien und für Wähler, wobei es Unterschiede geben kann, etwa bei der SPD. Die Wählerschaft der beiden großen Parteien, Union und SPD, liegt in ihren Positionen nicht weit auseinander. Die der vier Oppositionsparteien im Bund nimmt jeweils den Pol bei den beiden Dimensionen ein. In sozioökonomischer Hinsicht gilt dies für die FDP weniger Staat und die Linke mehr Staat. In soziokultureller Hinsicht für die AfD, für Heimat und Bündnis 90 Die Grünen für Weltoffenheit. Oder anders formuliert 68er versus Anti-68er. Ich komme zu den Parteien. Die großen Parteien sind seit Jahren in keiner guten Verfassung. Ihre wenig souveräne Haltung zeigt sich etwa bei dem Umgang mit dem Wahlsystem, das in der jetzigen Form zu einer Aufblähung des Bundestages, aber bis jetzt trotz offenkundigen Reformbedarfs keine Revision erfahren hat. Wir haben 709 Abgeordnete, nach dem Wahlgesetz müssten wir 598 haben. Die Parteien alle, von der Linken bis zur AfD, machen nichts weiter. Viele Parteien handeln nach dem Motto, wenn wir schon Stimmen verlieren, wollen wir wenigstens Mandate behalten. Der Bürger kann das schwer nachvollziehen. Wenn ich es richtig sehe, sind wir hinter China das zweitgrößte Parlament. Die Fragmentierung des Parteiensystems ist überdeutlich erkennbar. Seine Asymmetrie sorgt dafür, dass jedenfalls im Bund eine Ablösung der Unionshegemonie auf absehbare Zeit nicht zu erwarten sein dürfte. Man muss vorsichtig sein, wenn Angela Merkel abtritt. Spätestens 2021 werden die Karten neu gemischt und es kann dann durchaus eine grün-rot-rote Regierung geben, die stärker ist als Union und FDP. Aber ich will jetzt nicht spekulieren. Hat die Polarisierung auf dem rechten Spektrum zugenommen, ist sie auf dem linken geschrumpft. Für die schweren Verluste der zwei Volksparteien gibt es strukturelle und situative Gründe. An den strukturellen ist wenig zu ändern. Die sozialen Milieus
wie das gewerkschaftlich gebundene und das kirchlich gebundene Milieu schmelzen weg, an den situativen schon. Die großen Parteien müssen ihren Markenkern stärker herausarbeiten und große Koalitionen nützen ihnen ganz und gar nichts, zumal dann nicht, wenn sie in der große Teile der Bevölkerung auffüllende Flüchtlingsfrage kaum unterschiedliche Akzente setzen, wie das in der letzten Wahlperiode zwischen 2013 und 2017 der Fall war. Insofern wäre die Bildung von Parteien aus einem Lager besser, auch aus demokratietheoretischen Gründen, denn ein demokratischer Verfassungsstaat profitiert von einer starken parlamentarischen Opposition. Im Vergleich zum Jahr der deutschen Einheit ist die Zahl der Mitglieder bei den Volksparteien stark drastisch zurückgegangen. Bei der CDU um knapp 400.000, bei der SPD um 500.000 Mitglieder. CDU und SPD, die SPD führt knapp, haben heute etwas mehr als 400.000 Mitglieder. Das Durchschnittsalter ist knapp 60 Jahre und mehr als 30% sind älter als 71. In den neuen Bundesländern ist die Rekrutierungsfähigkeit deutlich schlechter. Das ist also die Zahl der Parteimitglieder prozentual fällt sie deutlich niedriger aus. Ich will sie jetzt mit diesen Einzelheiten nicht behelligen. Bei der AfD ist die Diskrepanz zwischen Wähler und Mitgliederanteil Ende 2018 knapp oder gut 35.000 Mitglieder besonders groß. Offenbar deshalb, weil manche Anhänger sich zu einer wenig angesehenen Partei nicht öffentlich bekennen wollen. Am Beispiel der Präsidentenfrage soll gleich in dreifacher Hinsicht das problematische Verhalten, zumal der großen Parteien, in jüngster Zeit erhellt werden. Zum Bundespräsidenten. Nachdem Joachim Gauck zum Leidwesen der politischen Klasse erklärt hatte, für eine zweite Amtsperiode nicht zur Verfügung zu stehen, erlebte Deutschland 2016-17 mit der Suche nach einem Konsenskandidaten durch die Parteien der Großen Koalition ein, ich sage es so deutlich, Trauerspiel. Schließlich preschte der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel vor, die Kandidatur Frank-Walter Steinmeiers propagierend, den angesehenen Außenminister aus der eigenen Partei. Die Union, offenkundig ohne Führungsanspruch, wartete mit keinem eigenen Vorschlag auf, wohl aus Angst vor einer Niederlage in der Bundesversammlung. So einigten sich in einer Dreierrunde Merkel, Gabriel und Seehofer auf Steinmeier. Gewiss, dieser ist eine Persönlichkeit von hoher Reputation, dessen Integrationsfähigkeit außer Zweifel steht. Doch die Art und Weise, wie er im Hinterzimmer der Macht auf den Schild gehoben wurde, nährte Vorurteile gegenüber dem Establishment, zumal FDP und Grüne sich der Entscheidung der Union und der SPD anschlossen. Daher durfte es nicht verwundern, dass die drei Außenseiter, Albrecht Glaser, AfD, Alexander Holt, Freie Wähler und Christoph Butterwege, Die Linke, etwas mehr Stimmen bekamen, als ihre Parteien in der Bundesversammlung besaßen. Bei der Wahl des Bundestagsvizepräsidenten jeder Fraktion steht einer zu, fiel der Kandidat der AfD, Albrecht Glaser, im Oktober 2017 dreimal durch, wegen Islamfeindlichkeit, wie es hieß. Er sieht den Islam nicht als eine Religion, sondern als eine Ideologie. Der Versuch der AfD, mit ihrer neuen Kandidatin Mariana Herder-Kühnel im November 2018 Erfolg zu haben, scheiterte dreimal, ohne dass gegen sie als Person Einwände vorgebracht wurden. Auch ein dritter Kandidat namens Gerold Otten trat dreimal an und verlor. Und jetzt, Anfang September, will die AfD einen vierten Versuch starten, um einen Vizepräsidenten zu bekommen. Im Sommer 2017 wurde beschlossen, Alterspräsident des Deutschen Bundestages solle nicht mehr der an Jahren älteste Abgeordnete sein, sondern das dem Parlament am längsten angehörende Mitglied. Die Begründung, der Alterspräsident müsse parlamentarische Erfahrung besitzen, war meines Erachtens offenkundig vorgeschoben. Ohne Änderung wäre nämlich Willem von Gottberg aus den Reihen der AfD Alterspräsident geworden, nicht Wolfgang Schäuble. Union und SPD stimmten dafür, die Linke enthielt sich, die Grünen votierten dagegen.
Auch diese Entscheidung stellt kein Ruhmesblatt für die großen Parteien dar. Ein angemessener Umgang mit der AfD fällt den großen Parteien schwer. Dabei muss ihnen klar sein, Geschäftsordnungstricks, weder fair noch wirksam, nach den Landtagswahlen 2018 ist die AfD in allen Landtagen vertreten, ungeachtet heftiger interner, auch nach außen getragener Differenzen, zum Teil personell bedingt, zum Teil politisch gewählt, mit mehr zweistelligen als einstelligen Ergebnissen. Wer auch ihre Radikalisierung zuerst von Lucke zu Petri 2015, dann 2017 von Petri zu Gauland, haben die AfD bisher nicht schwächen können. Wer ihre Erfolge ausschließlich mit der Flüchtlingspolitik erklärt, argumentiert monokausal. Die Last der leidvollen Vergangenheit erschwerte das Entstehen einer Rechtspartei. Und das ist die Partei. Unabhängig davon, dass ihr Elektorat sich aus früheren Wählern aller Gruppierungen zusammensetzt. Vor allem von der CDU und der Linken, auch von der SPD, am wenigsten von der FDP und den Grünen, weil das Milieu ein ganz anderes ist. Das Aufkommen der AfD ist ohne den Wandel der Union schwerlich erklärbar. Sie hat Wähler der rechten Mitte zu wenig eingebunden, die Union. Auch die Integration der Partei Die Linke durch Einbeziehung in Koalition provozierte Protestwähler, die nun zur AfD abwanderten. Ich komme zur Debattenkultur. Die hiesige Debattenkultur lässt zu wünschen übrig. Zum einen dadurch, dass brisante Themen, die in der Bevölkerung rumoren, oft nicht zur Sprache kommen. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Diese Angst, diese Art der Konsenspolitik lähmt, führt nicht zu offener Diskussion. Wer Angst vor dem falschen Beifall hegt oder vor Kritik von der richtigen Seite, lässt ein harmonistisches, wenig entfaltetes Demokratieverständnis erkennen. Dies ist freilich kein Plädoyer für Polarisierung, die die politische Atmosphäre vergiften kann. Wir benötigen in Deutschland ernsthafte Diskussionen über Probleme, die Bürger verunsichern. Nichts darf unter den Tisch gekehrt werden. Im Internetzeitalter ist dies ohnehin unmöglich. Verschwörungstheorien ist so leichter, der Boden zu entziehen. Eine Konsenskultur führt nicht zu mehr Liberalität und Weltoffenheit. Eine Kultur des Verdachts schüchtert ein, fördert Bunkermentalität. Wer dies ausspricht, ist deswegen noch lange kein Anhänger der AfD oder der Partei Die Linke. Mehr Konflikte, sofern sie nicht Ressentiments schüren, nützen der Demokratie. Und entscheidend für die Bewertung einer Argumentation ist nicht, wer sie vorbringt und wo sie vorgebracht wird, was der Maßstab sein sollte, die Stimmigkeit der jeweiligen Sichtweise. Man muss weder die Grundposition der Postmarxistin Chantal Mouffe noch ihr Plädoyer für linken Populismus teilen, aber mit ihrer Kritik am grassierenden Konsensdenken, nicht nur in Deutschland, hat sie im Kern recht. Wer eine Sichtweise, die nicht dem Mainstream entspricht, einnimmt, erfährt oft ein abschätziges Urteil. Mouffe befürwortet keineswegs ein Freund-Feind-Denken, doch möchte sie den konfrontativen Charakter von Politik erhöhen. Gleichwohl verbietet es sich, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Zitat von Mouffe: Alle, die sich diesem Konsens der Mitte und dem Dogma, die neoliberale Globalisierung sehr alternativlos entgegenstellen, werden als Extremisten gebrandmarkt oder als Populisten disqualifiziert. Zitat Ende. So ist es nun doch nicht. Kritik am Neoliberalismus gilt keineswegs von vornherein als populistisch oder gar extremistisch. Meine Zusammenfassung: Wer ein Fazit zieht, kommt zu keinem sonderlich guten Ergebnis im Vergleich zur deutschen Vergangenheit, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeit der Stabilität mit Blick auf Parteien und Wahlen scheint vorbei zu sein. Dies stellt zugleich eine Herausforderung für die etablierten Kräfte dar. Die Einschätzung fällt deutlich positiver aus, wird als Maßstab die Praxis westlicher Demokratien zugrunde gelegt.
In vielen Ländern ist das Ausmaß an Labilität und Illiberalität größer. Wir sehen das gerade in Italien. Insofern verbietet sich Schwarzmalerei. Und erst recht verbietet sich die Parallelisierung zur Weimarer Republik. Deren Niedergang und Untergang spielt als Hintergrundfolie bisweilen eine Rolle. Gleich in doppelter Hinsicht fallen die Unterschiede krass aus. Zum einen erhielt die erste deutsche Demokratie nur halbherzige Unterstützung in politisch und wirtschaftlich turbulenten Krisenzeiten bei etablierten Kräften. Zum anderen handelt es sich bei der Partei Die Linke und der AfD um Kräfte, die nicht annähernd über das antidemokratische Potenzial der KPD und der NSDAP verfügen. Krise ist ein großes Wort, mit dem oft Missbrauch getrieben wird. Es gibt beide Phänomene. Von Krise sprechen Kritiker, ohne dass eine solche vorliegt. Und umgekehrt wird eine solche durch Gesundbitterei geleugnet, obwohl es sie gibt. Die Wahrnehmung von Sachverhalten mag höchst unterschiedlich ausfallen. Nicht jeder Wandel muss ein Krisensymptom sein. Allerdings ist der Drang der Volksparteien zur Mitte wenig hilfreich. Mit den Worten meines Bonner Kollegen Frank Decker, ich zitiere ihn. Der Drang der Volksparteien zur Mitte ließ ein Vakuum an den rechten und linken Rändern des Parteiensystems entstehen, in das kleinere Parteien erfolgreich hineinstoßen konnten. Die Volksparteien müssen sich insofern fragen, ob sie ihre Fangnetze nicht an der falschen Stelle aufgeworfen hatten. Zitat Ende. Die etablierte Demokratie kann einerseits durch ein überzogenes Konfliktdenken, das Freund-Feind-Denken schürt, gefährdet werden. Andererseits durch ein überzogenes Konsensdenken, das gesellschaftliches Brodeln nicht ernst nimmt. Insofern gibt es eine gewisse Akzeptanzkrise unserer Demokratie, für die die Volksparteien verantwortlich sind. Wer eine kritische Diagnose stellt, ist auch verpflichtet, etwas zur Therapie beizutragen. Und zwar etwa auch im Hinblick auf den Umgang mit der AfD. Die Strategie, von der ich gesprochen habe, aller gegen einen, ist unfair und verfängt nicht. Wie gesehen, die Linke im Bund und die AfD im Bund und Ländern werden bei der Koalitionsbildung übergangen. Herkömmliche Lagerkoalitionen sind mithin schon aus arithmetischen Gründen kaum noch möglich. Eine parlamentarische Existenz der AfD und der Partei Die Linke kann die Demokratie beleben. Das Spektrum der Position verbreitet sich. Für die PDS bzw. Die Linke war es intern nicht ganz einfach, den Schritt in die Regierung zu tun. Es gab in Teilen Kräfte, so aus dem fundamentalistischen Lager, die das nicht wollten. Und dies dürfte ebenso bei der AfD der Fall sein, wenn Avancen der CDU auf sie zukämen und sei es nur zu einer Tolerierung. Der bewegungsorientierte Teil würde sich ausgesprochen schwer tun, sie anzunehmen. Wer sich von der AfD inhaltlich abgrenzt, muss sie nicht öffentlich ausgrenzen. Ein nicht zu verallgemeinendes Extrembeispiel, die Schill-Partei, die in Hamburg bei der Bürgerschaftswahl 2001 19,4% erzielt hatte, verschwand nach dem Bruch der dortigen Koalition 2003 faktisch von der Bildfläche. Wenn es eines Tages zu einer Koalition kommt, nicht heute und morgen, zwischen der Union und der AfD, kann der AfD vielleicht Ähnliches blühen, vielleicht nicht in dieser Massivität. Die Kehrseite ist die folgende. Solche Parteien erfahren eine Aufwertung, erhalten Ministerposten, gelten als salonfähig. Und es ist nicht zu leugnen, dass eine derartige Variante in einem Spannungsverhältnis zu dem von mir hochgehaltenen antiextremistischen Konsens steht. In Frage kommen bei einer Strategie der vorsichtigen Einbindung daher nur Kräfte, die das demokratische System nicht in toto ablehnen. Wenn AfD und die Linke 20-25% der Wählerschaft repräsentieren, kann ein derartiges inklusives Unterfangen eine Variante sein. Große Koalitionen oder heterogene
Dreier- bzw. Vierer-Koalition stellen für parlamentarische Demokratien ebenfalls Risiken dar. Man stelle sich vor, in Sachsen gibt es jetzt eine Koalition aus der Union, der SPD und den Grünen. Und in Sachsen kann die Union gar nicht mit den Grünen, die Grünen nicht mit der Union. Man weiß nicht, wie lange das gut geht. Das hiesige Parteiensystem war lange ein Hort der Stabilität. Das hat sich nun heute geändert. In gewisser Weise ist das deutsche Parteiensystem europäisiert worden. Die Ursachen für den Wandel sind vielgestaltiger Natur, zum Teil struktureller, Erosion der herkömmlichen Milieus und zum Teil situativer, etwa die Flüchtlingskrise mit ihren Folgen. Ich wiederhole, die Konsenspolitik, zum Teil als alternativlos beschrieben, provoziert populistische Proteste, zumal in Deutschland. Populismus, an sich ein schwammiger Begriff, ist vor allem ein Politikstil, der das Volk, in dieser Lesart eine homogene Einheit, durch einfache Lösungen gegen die als abgehoben betrachtenden Eliten, die da oben, auszuspielen sucht. Populismus muss nicht extremistisch sein, kann es aber. Seine Kraft fußt auf ökonomisch wie kulturell bedingten Ursachen. Das männlich dominierte Elektorat besteht überproportional aus sozial Schwächergestellten, die den gesellschaftlichen Wandel, etwa in der Familienpolitik, nicht gutieren. Rechtspopulismus fixiert auf Antimigration und Linkspopulismus fixiert auf Antikapitalismus weisen Affinitäten auf. In den Feindbildern, etwa Globalisierung, USA, EU und im Politikstil durch Versprechungen mit Blick auf das Füllhorn sozialer Wohltaten. Man muss sagen, dass die Strategie Angela Merkels mit ihrer asymmetrischen Demobilisierung in gewisser Weise zwar die SPD geschwächt hat, aber auf der anderen Seite entstand eine Repräsentationslücke, die nun eine neue Kraft füllt. Die großen Parteien, denen der Markenkern fehlt, sind in einer Krise. Keiner weiß, wie ihre Zukunft ausgeht. Ich komme jetzt zum Schluss ganz knapp zu der Frage, wie es mit den Parteien weitergeht. Da müssen wir vorsichtig sein, denn wer von uns, Adolf Kimmel, hätte die Studentenbewegung vorhergesagt? Wer hätte vorhergesagt den Zusammenbruch des Kommunismus von heute auf morgen? Wer von uns hätte vorhergesagt das Aufkommen des Islamismus Anfang der 90er Jahre? Also deswegen muss man erkennen, dass das Unwahrscheinlichste passieren kann. Die Wirklichkeit übertrifft zuweilen die kühnsten Prognosen. Insofern mag es angezeigt sein, einige Szenarien, die über den Abgesang an die Volksparteien hinausgehen, Revue passieren zu lassen. Wer sie benennt, ist nicht unbedingt deren Befürworter. Das Prospektive muss nicht das Preskriptive sein. Das heißt also, was zukünftig eintreten mag, muss nicht das sein, was ich für wünschenswert erachte. Erstes Stichwort: Postdemokratie. Für den Politikwissenschaftler Colin Crouch haben sich heutige Staaten zu Postdemokratien entwickelt, in denen nicht mehr um konkurrierende Konzepte gestritten wird, trotz des Bestehens sozialer Klassen. Bürger seien gegenüber dem Einfluss von multinationalen Konzernen ohnmächtig. Eliten bestimmen die politische Agenda im Neoliberalismus. Parteien und soziale Bewegungen können sich diesen Tendenzen kaum widersetzen. Zweites Stichwort: Ende des Parteienstaates. Bereits in der ersten Hälfte der 60er Jahre sprach der Politikwissenschaftler Eckhard Krippendorf vom Ende des Parteienstaates. Er sah diesen als das Produkt einer Übergangszeit an. Regierungen ließen sich angesichts vielfältiger Wettbewerbsvorteile kaum mehr abwenden. Die von Krippendorf konstatierte Entwicklung zum Einparteistaat gilt im Kern für ihn als positiv. Werde innerparteiliche Demokratie praktiziert. Mit dem Verschwinden der Klassengegensätze verlieren nach Krippendorf
Parteien ihre Funktion, es sei denn, eine politische Kraft sage dem ganzen System den Kampf an. Der Autor, Kind seiner Zeit, nahm eine Art Gesetzmäßigkeit vor. Seinerzeit wurde das Ende des ideologischen Zeitalters beschworen. Drittes Stichwort, überparteiliche Sammlungsbewegung. Die im September 2018 von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine ins Leben gerufene überparteiliche linke Sammlungsbewegung Aufstehen, die allerdings weithin gescheitert ist, mag ein Beispiel für die nachlassende Bindekraft von Parteien sein. Sie hat Vorbilder. So bezieht sie sich auf die Bewegung von Jean-Luc Mélenchon in Frankreich, ebenso auf die Momentum-Kampagne des Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Erfolgreicher als Wagenknecht und Corbyn erwies sich Emmanuel Macron mit seiner Sammlungsbewegung Am Marsch, die diesen 2017 zur Überraschung vieler in den Élysée-Palast geführt hat. Eine gewisse Analogie zu den eben genannten Beispielen sind Persönlichkeiten, die sich von ihren Parteien abgenabelt haben und für die Wahlentscheidung eine wichtige Rolle spielen. Hier ließe sich von einer Art Präsidentialisierung der Parteiendemokratie sprechen. Ich denke diesen Zusammenhang etwa an Sebastian Kurz, den früheren und den künftigen österreichischen Chef. Vierter Punkt, Stichwort Losverfahren. Noch weiter geht jüngst der belgische Publizist und Historiker David van Reybrouck. Seine Kritik beklagt Demokratiemüdigkeit und Wahlfetischismus. Die Krise demokratischer Legitimität solle durch das Losverfahren gemildert werden. Wer durch ein Los ins Amt komme, könne unabhängig sein, da eine Wiederwahl entfalle. Der Autor strebt vorerst beides an, eine gewählte und eine geloste Kammer. Auch andere Wissenschaftler sehen das Los, das in der Geschichte bereits mehrfach zum Einsatz gekommen war, etwa in der Antike, unter dem Stichwort Demarchie als politisches Entscheidungsinstrument an. Die Korruptionsanfälligkeit gehe dadurch stark zurück, weil man ja nicht wiedergewählt wird, weil man keine persönlichen Interessen hat. Wer heute von der Aufhebung der Parteiendemokratie im dreifachen hegelischen Sinne spricht, von Bewahren, Höherführen, Beseitigen, meint Folgendes. Bewahren, die Parteiendemokratie verdient es, erhalten zu werden, da es bis jetzt noch keine angemessene Alternative gibt. Höher führen. Selbstverständlich sind Reformen, um der Entkernung der Volksparteien keinen Vorschub zu leisten, durchaus sinnvoll, sei es dadurch, dass Mitglieder verstärkt mitbestimmen dürfen, sei es dadurch, dass der Markenkern der Partei erkennbarer wird. Beseitigen. Wer die Parteiendemokratie abschaffen will, hat die Beweislast, dass der angestrebte Zustand besser ist als der gegenwärtige. Alternativen müssen auf den Tisch. Dabei verbietet es sich, die hehre Theorie gegen die krude Praxis auszuspielen. Man sollte also immer Realität mit Realität vergleichen und Theorie mit Theorie. Allerdings, was gegenwärtig utopisch sein mag, kann morgen selbstverständlich Realität sein. Endzeitdenken ist nie gut. Bereits der griechische Philosoph Heraklit hatte mit der Wendung »Alles fließt« Beständigkeit in Frage gestellt, nur nicht die Beständigkeit des Wandels. Vielleicht, ja wahrscheinlich sind Volksparteien im Besonderen und Parteien im Allgemeinen in der Tat nicht das Ende der Geschichte, sondern Ausdruck einer bestimmten Epoche, die irgendwann durch eine andere abgelöst wird. Und unter Umständen kann eine offene Gesellschaft, die Pluralismus nicht antastet, ohne Parteien im konventionellen Sinne auskommen. Die Zukunft der Partei ist offen. Wie mag die Partei der Zukunft aussehen? Gibt es überhaupt noch Parteien des heutigen Typs oder gar Volksparteien? Wer weiß das schon? Ich bedanke mich für Ihre Geduld und ich freue mich jetzt auf eine interessante Diskussion. Applaus